Tag des Einsatzes auf dem Rathausplatz. Bundeswehr, Polizei und andere Hilfsorganisationen informierten über deutsche Einsätze im Ausland. Viel Wert wurde dabei auf den Dialog mit Kritikern der Auslandseinsätze gelegt. Das allgemeine Interesse über die Einsatzerfahrungen in Krisenregionen, Schwerpunkt Afghanistan, war aber größer als die Kritik. Auch wenn Ingolstadt und Afghanistan mehr als 4000 Kilometer Luftlinie trennen, so ist für viele hier Afghanistan näher als gedacht. Ingolstädter Soldaten sind heuer zum wiederholten Mal im Friedenseinsatz am Hindukusch. Anhand von Anschauungsmaterial wurde dies den Bürgern näher gebracht. In diesem Zusammenhang wurde aber auch an die gefallenen Soldaten erinnert. Was viele nicht wissen, auch die bayerische Polizei ist oft in Krisenregionen unterwegs. Sie hilft dort beim Aufbau von Sicherheitsstrukturen und beim Kampf gegen Korruption. Laut Informationen des Donaukurier zogen die Verantwortlichen ein sehr positives Fazit zum Tag des Einsatzes. So habe man mit dieser Informationsveranstaltung und durch die offene Diskussion mit den Besuchern wahrscheinlich mehr erreicht als je mit einem Auftritt des Militärs in der Stadt zuvor.